Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 meiner kleinen Serie hier auf meinem Kanal, und zwar von Start bis zur Landung. In diesen 3 Folgen werde ich euch in Kürze erklären, was im Flugzeug, also im Cockpit und in der Kabine von Start bis Landung passiert. Besonders für die Leute, die nicht viel fliegen oder bisher noch nicht viel geflogen sind oder überhaupt nicht geflogen sind, ist das meistens sehr interessant. Außerdem auch für die Leute, die viel fliegen, ist die Perspektive aus dem Cockpit sehr interessant, weil ich werde euch erklären, was die Kabinenbesatzung und die Piloten während eines kompletten Fluges so machen. Also bleibt dran und wir sehen uns in ein paar Sekunden. She got the perfect imperfections. I know this girl that picks the blessing. I feel the need to tell the whole world. I know this girl that picks the message. I wish to keep it going just like. Im letzten Video habe ich euch erklärt, was ihr nach dem Ankunft im Flughafen so alles machen könnt. Dann habt ihr euch zum Gate begeben und seid in das Flugzeug eingestiegen. Wenn ihr vorne einsteigt, werdet ihr merken, dass die Cockpit-Türen offen sind. Der Kapitän oder der Co-Pilot tippt gerade was in den Computer ein. Was wir da genau eingeben, erkläre ich euch jetzt. Das, wo die Piloten alles eingeben, nennt man FMGS, der sogenannte Flight Management Computer. Und der liegt im Mittelteil des Cockpits. Das sind 2 separate Computer mit einem Backup im Falle, dass einer kaputt geht. Der Flight Management Computer im Flugzeug funktioniert wie ein Gehirn eines Menschen. Man füttert ihn mit allen möglichen Informationen über das Gewicht des Flugzeuges, über die Route, über das Wetter, und das FMGS berechnet alles, was für uns Piloten notwendig ist. Es hilft uns bei der Navigation, bei der Kalkulierung von wichtigen Abschnitten des Fluges, zum Beispiel auch den Punkt, wo wir den Sinkflug einleiten müssen, oder auch die Landedistanz und die Startdistanz, die wir brauchen. Ein Pilot, also der Kapitän oder der Co-Pilot, muss einmal aus dem Cockpit herausgehen und einmal um das komplette Flugzeug rumlaufen, um verschiedene Dinge zu checken. Das sind einmal die Triebwerke, die Tragflächen, der komplette Körper des Flugzeuges. Einfach mal zu checken, ob irgendwelche äußeren Schäden da sind. Auf jeden Fall wird auch nochmal der Bremsbelag auf den Reifen gecheckt, also auf dem Fahrwerk. Es werden die Triebwerke kontrolliert, ob eventuell Schäden von eventuellen Vogelschlägen oder Steinschlägen entstanden sind. Auf jeden Fall werden nochmal alle Lampen kontrolliert und das Äußere, ob es im guten Zustand ist. Nachdem sich die beiden Piloten wieder im Cockpit eingefunden haben, wird ein kurzes Briefing gehalten. Das Briefing geht darum, von wo nach wo man fliegt, wie man fliegt, wer fliegt und was die jeweiligen Aufgaben des anderen sind. In der Kabine passiert dies. Kommen wir nun zu den Aufgaben der Flugbegleiter. Währenddessen ihr einsteigt im Flugzeug, nehmen wir einen A320, stehen 2 Flugbegleiter vorne. Das ist einmal der Chef der Kabine und ein normaler Flugbegleiter. Also der Chef der Flugbegleitung checkt die Passagiere auf folgende Kriterien. A. Vielleicht ist ein Passagier betrunken, der zum Beispiel gar nicht mehr aufs Flugzeug darf oder an dem Flug teilnehmen darf. Außerdem checkt der Flugbegleiter für mögliche ABPs, so Able-Bodied Person. Das sind Fluggäste, die aufgrund ihres Körperbaus im Falle einer Notlage ihnen helfen können, zum Beispiel eine Tür aufzumachen oder im Falle einer Schlägerei den Mädels in der Kabine helfen können. Diese Personen werden ausgesucht per Blick und im Notfall kontaktiert. Bevorzugt werden natürlich Leute, die natürlich bei der Polizei arbeiten, bei der Bundeswehr arbeiten oder als Rettungssanitäter arbeiten. Wenn einer Arzt ist, sehen wir das auch auf unserem Flugschein, auf unserem Flugpapier. Der Flugbegleiter, der an den Notausgängen steht, bewacht einfach die Notausgänge, dass keiner an den Notausgangstüren herumspielt. Und im hinteren Teil dasselbe, dass keiner ungeprüft aufs Flugzeug kommt. Nachdem alle Passagiere eingestiegen sind, hört ihr das Kommando. Cabin Crew, Boarding completed. Was heißt das? Okay, das Boarding ist abgeschlossen, alle Passagiere sind an Bord. Aber sind wirklich alle Passagiere an Bord? Deshalb müssen 2 Flugbegleiter durchs Flugzeug laufen und alle Passagiere zählen. Das
diese Passagierzahl mit der Zahl auf dem Loadsheet, also auf den Beladungsdokumenten, übereinstimmen. Wenn nicht, muss erstmal herausgefunden werden, warum nicht. Es kann sein, dass eine Person vermisst ist oder eine Person zu viel ist. Wenn eine Person vermisst wird, aber ihr Gepäck immer noch an Bord ist, muss dieses Gepäck ausgeladen werden, da das ein sehr hohes Sicherheitsrisiko sein könnte. Kurz bevor wir mit dem Zurückschieben des Flugzeugs beginnen können, müssen wir die Kabine sichern und natürlich die Türen zumachen. Da werdet ihr das Kommando Cabin Crew, all doors in flight and cross check, please. Was heißt das? Das heißt, dass wir die Türen zumachen und die Notfallrutschen entsichern. Also ab dem Zeitpunkt, wenn jemand die Tür aufmachen würde, sofort eine Notfallrutsche sich aufblasen. Ja, da sind wir wieder zurück im Cockpit. So, alle Passagiere sind an Bord, die Passagiere sind gezählt, jeder befindet sich auf seinem Platz, die Türen sind zu, also können wir los. Bevor wir los können, müssen wir die ATIS hören. Die ATIS ist die Automatic Terminal Information Service. Was heißt das? Es ist eine automatische, computergenerierte Aufnahme mit allen wichtigen Informationen über den Flughafen. Also welche Landebahn ist gerade in Betrieb? Was ist das Wetter? Welche Gefahren gibt es? Haben wir Vögel, die gerade über der Landebahn kreisen oder sonst noch irgendwas? All das werden wir anhören und wir bekommen einen Code. Frankfurt Information, Mike. Met Report, Time 1220. Expect ILS approach runway 25 right or 25 left. Runway in use 25 right and 25 left and 18. Attention. Flock of birds in the vicinity of the airport. Transition level 70. Wind 320 degrees 10 knots. Visibility 10 kilometers. Showers in the vicinity. Scattered 3,600 feet. Broken 6,000 feet. Temperature 18. Dew point 10. QNH 1013. The ATIS wird jede 30 Minuten aktualisiert. Dass man auch mit dem Tower auf dem aktuellen Stand ist, nennt man immer diesen Code und der Tower muss ihn bestätigen. Um überhaupt losfliegen zu dürfen, müssen wir nach der Clearance, also nach der Erlaubnis fragen. Dann gibt uns der Tower die Startbahn, die Startroute und gibt uns die Erlaubnis, von A nach B zu fliegen. Wir nehmen heute als Beispielflug einen Flug von Frankfurt nach Rostock an die Ostsee in meine Heimatstadt. Also wie fragt man nach der Erlaubnis? Wir müssen Frankfurt Clearance Delivery anfunken und die informieren, dass wir fertig sind und unsere Erlaubnis entgegennehmen können. Unser Callsign, also unser Rufzeichen für heute, ist Flying Van 123. Frankfurt Clearance Delivery, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist Flying Van 123. Wir sind gerade am Gate A3 mit Information Mike. Mike ist der phonetische Name für den Buchstaben M. Flying Van 123, Frankfurt Clearance Delivery, einen wunderschönen guten Tag. Clear Destination Rostock. Runway 25, Maroon 4, Hotel Departure, QNH 1025 and Squawk 1025. Der Tower gibt die Starterlaubnis oder die Erlaubnis von Point A zu Point B. Heißt, er gibt ihm die Landebahn, die gerade in Benutzung ist zum Start, die Abflugroute, das ist Maroon 4 Hotel, also 4H. Der Luftdruck wird ihm gegeben, das ist das sogenannte QNH. Und der Squawk-Code. Mit dem Squawk-Code können die Fluglotsen ganz schnell zwischen Flugzeugen unterscheiden auf ihrem Radarschirm. So, jetzt haben wir unsere Starterlaubnis abgeholt, also unsere Erlaubnis von A nach B zu fliegen. Wir stehen gerade am Gate, unsere Triebwerke sind aus. Also brauchen wir ein Pushback-Car, so gesagt ein Auto, das das Flugzeug zurückschiebt. Und dazu müssen wir Frankfurt Ground, also die Bodenkontrolle von Frankfurt, anfunken. Also wir sind fertig zum Zurückschieben und zum Triebwerksstart.
Da die Triebwerke eine enorme Schubkraft haben und eine enorme Hitzeentwicklung haben, ist es sehr wichtig, eine spezielle Erlaubnis zum Triebwerkstart einzuholen. Um andere Flugzeuge nicht zu behindern, braucht man dazu auch eine spezielle Erlaubnis. Flying then 123, Gate A3, ready for push and start. Flying then 123, push and start approved. Das heißt, dass die Bodenkontrolle von Frankfurt sich davor vergewissert hat, dass der Bereich, in dem das Flugzeug gerade ist oder sich hinbewegen wird, frei ist und dass da keine anderen Behinderungen sind. Das Flugzeug kann zurückgeschoben werden und die Triebwerke können gestartet werden. Was passiert in diesem Moment in der Kabine? Während des Rollens werdet ihr im A320 zwei Flugbegleiter sehen, die die Notfalldemonstration vorführen. Diese ist sehr wichtig und ich weise nochmal alle darauf hin, wirklich den Sicherheitsanweisungen zu folgen. Da verschiedene Flugzeugtypen vorhanden sind, gibt es auch verschiedene Sicherheitshinweise bzw. verschiedene Fluchtwege. Guckt auf jeden Fall nochmal nach hinten, nach vorne, um den nächsten Notausgangsstieg zu lokalisieren. Das kann Menschenleben retten in einer Notfallsituation. Genauso wie das Anlegen der Schwimmweste in verschiedenen Stresssituationen bzw. auch bei 90 Sekunden, in denen das Flugzeug evakuiert werden muss, kann das sogar sehr schwer fallen, sich einfach eine ganz normale Schwimmweste über den Kopf zu ziehen und den Sicherheitsgurt vorne zu schließen. Nachdem wir kontrolliert haben, dass sich jeder Passagier angeschnallt hat und die Kabine so gesagt gesichert ist, ruft der Kabinenchef im Cockpit an und gibt ihm das Kommando Cabin secured. Das heißt, die Kabine ist gesichert und wir sind fertig zum Start. Jeder Passagier ist angeschnallt, jeder ist auf seinen Plätzen. Wir haben unsere Triebwerke gestartet und wir können losrollen. Wir kontaktieren wieder die Bodenkontrolle von Frankfurt, um nach der Rollerlaubnis zu fragen. Frankfurt Ground, Flying Den 123, ready to taxi. Also fertig zum Rollen. Flying Den 123, taxi runway 25 right via November 8, November 7, November, November 11, Papa 4, hold short on the runway. Die Bodenkontrolle hat ihm jetzt die Taxi, also die Rollroute, gegeben. Die werden alle mit phonetischen Buchstaben abgekürzt, also November für den Buchstaben N und Papa für den Buchstaben P. Jetzt können sich die Piloten auf den Weg machen, die Route folgen bis zur Startbahn 25 rechts. So, jetzt haben wir unsere Rollroute zur Startbahn 25. 25 steht für die Gradzahl 250 Grad. Also werden wir in westliche Richtung starten. Kurz bevor der Startbahn gibt der Fluglotse das Flugzeug an die Abflugkontrolle weiter und sagt dem Flugzeug, dass er den Tower kontaktieren soll. Flying then 123, contact now Tower 124.85. Also er soll den Tower kontaktieren auf der Frequenz 124.84 MHz. An der Startbahn 25 angekommen, melden wir uns mit Flying then 123. Startbahn 25, fertig zum Start. In Englisch klingt das Flying then 123, fully ready for departure, runway 25. Flying then 123, runway 25 right, after departure, contact landing radar 120.8, wind 240 degrees, 13 knots, runway 25 right, clear for takeoff. Hier ist es wichtig, eine folgende Rangordnung oder eine Reihenfolge zu beachten. Alles, was wichtig ist, kommt am Anfang, da nachdem man Clear for Takeoff hört, nicht mehr viel Zeit oder nicht mehr viel im Kopf übrig hat, um nochmal wichtige Informationen aufzugreifen. Also sagt der Tower erstmal die Startbahn, 25 rechts. Nachdem er in der Luft ist, muss er langen Radar kontaktieren auf der Frequenz 120.8. Dann gibt es die Windinformation, also 240 Grad mit 13 Knoten und nochmal die Landebahn oder die Startbahn 25 rechts und dann Start freigegeben. Wir wiederholen das dann nochmal, also
Flying then 123 runway 25 cleared for takeoff. Kurz vor dem Aufrollen auf die Startbahn werdet ihr das Kommando Cabin Crew, please prepare for departure, please. Hören. Dieses Kommando heißt, wir müssen uns auf unsere Sitze bewegen, uns anschnallen und es gibt ein 30 Sekunden Review. Was heißt das? In diesen 30 Sekunden vor dem Start müssen wir nochmal in uns gehen und alle Procedures, also alle Abläufe im Kopf nochmal durchgehen. Das heißt, wir setzen uns hin und sagen, okay, ich bin Nummer 2, ich sitze hier an der Tür. Im Falle eines Notfalls muss ich zu dieser Tür gehen, muss die so aufmachen, aufreißen, dann stelle ich mich nach links, fange an zu evakuieren. Ich muss diese Kommandos schreien. Auf einer sicheren Höhe und einer positiven Steigrate fahren wir dann das Fahrwerk ein und beginnen unseren Flug nach Rostock. So, das war die kurze Erklärung vom Boden bis in die Luft. Im nächsten Video, nächsten Montag, beschäftigen wir uns dann mit dem Teil während des Fluges bis zur Landung. Und was nach der Landung passiert, seht ihr dann in 2 Wochen. Also wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt mir irgendwas in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche anderen Fragen noch zu irgendwelchen Luftfahrtthemen habt. Ich wäre sehr froh darüber, euch diese Fragen nochmal im separaten Video zu erklären. Also wir sehen uns am nächsten Montag. Ciao, ciao. She got the perfect imperfections. I know this girl that picks a blessing. I feel the need to tell the whole world, cause I know some girls who missed the message. I wish to keep it going just us. I wish these nosy hoes were just us. I got dreams to share just with you. You and I got that golden touch. You got like the perfect flaws. You look like you deserve it all. I can see that.